Was sind eigentlich Audience Response Systeme? Auch wenn Sie ihnen an Ihrer Universität oder Schule noch nicht begegnet sind, haben Sie ein solches System sicher schon einmal im Einsatz gesehen. Und zwar hier. In der Sendung Wer wird Millionär von Günther Jauch kommt ebenfalls ein solches System zum Einsatz. Bei der Publikumsfrage können alle Zuschauer im Studio über ein Abstimmungsgerät die Frage beantworten. Das Ergebnis der Abstimmung steht den Kandidaten sofort zur Verfügung und hilft hoffentlich bei der richtigen Lösung. Ein Audience Response System, auch Voting oder TED-System genannt, funktioniert technisch ganz ähnlich. Mit ihm lassen sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung Abstimmungen durchführen oder Testfragen stellen. Die Studierenden können sich anonym an der Abstimmung beteiligen und werden so zur aktiven Mitarbeit angeregt. Das Ergebnis einer solchen Abstimmung lässt sich sofort visualisieren und ist für alle Studierenden sichtbar. Lehrende erhalten damit ebenfalls ein direktes, unmittelbares Feedback über den Wissensstand ihres Publikums. Ein visualisiertes Abstimmungsergebnis kann dann wiederum als Einstieg in eine weiterführende Diskussion genutzt werden oder als Ausgangspunkt für die Klärung weiterer Fragen. Technisch betrachtet lassen sich Audience Response Systeme grob in zwei Gruppen einteilen. Zum einen gibt es hardwarebasierte Systeme, oft auch Clicker genannt. Bei diesen wird die Abstimmung mithilfe spezieller Geräte durchgeführt, welche im Vorfeld an die Studierenden ausgegeben werden. Der Vorteil ist hierbei, dass Hard- und Software genau aufeinander abgestimmt sind und die Studierenden keine eigenen Geräte mitbringen müssen. Allerdings müssen die Clicker für jeden Einsatz extra in den Veranstaltungsraum gebracht und nach der Veranstaltung wieder eingesammelt werden. Außerdem müssen die Geräte regelmäßig gewartet werden, die Funktionalität geprüft und zum Beispiel die Batterien ausgetauscht werden. Diese Probleme gibt es bei softwarebasierten Systemen nicht. Hierbei werden die mobilen Geräte der Studierenden, wie Smartphones, Tablets oder Notebooks, zur Abstimmung genutzt. Dies geschieht dann entweder direkt im Browser, wie bei den Programmen Ars Nova oder EvaExam, oder auch über eine native App, wie zum Beispiel bei dem System EduVote. Bei softwarebasierten Systemen entfällt zwar die Wartung der Clicker, allerdings müssen die Studierenden in diesem Fall bereit sein, eigene mobile Geräte mit in die Veranstaltung zu bringen. Eine andere Möglichkeit bietet darum das Abstimmungssystem Plickers. Hier stimmen die Studierenden mithilfe großer, ausgedruckter QR-Codes ab, die vom Lehrenden mithilfe eines Smartphones eingescannt werden. Nur warum werden Audience Response Systeme überhaupt eingesetzt? Der Hauptgrund für den Einsatz liegt in den Problemen klassischer Veranstaltungsformate an Hochschulen, den Vorlesungen oder großen Seminaren. Diese sind oftmals stark lehrendenzentriert. Die Aktivität der Studierenden beschränkt sich oft auf konzentriertes Zuhören. Dies fällt über einen Zeitraum von 90 Minuten allerdings oft schwer. Rückmeldungen erhalten Lehrende in der Regel nur von sehr wenigen Studierenden. Die große Mehrheit der Anwesenden beteiligt sich an Rückfragen oder Diskussionen eher nicht. An dieser Stelle setzen Abstimmungssysteme an. Durch sie wird eine anonyme Beteiligung aller Studierenden möglich. So können sich auch eher introvertierte oder unsichere Studierende beteiligen. Auch die Gruppengröße ist kein limitierender Faktor mehr. Selbst in Großveranstaltungen von mehreren hundert Personen können alle innerhalb kurzer Zeit Feedback geben. Da das Ergebnis sofort grafisch aufbereitet zur Verfügung steht, kann die Lehrperson direkt darauf reagieren und zum Beispiel ein bestimmtes Problem noch einmal erläutern, wenn sichtbar wird, dass größere Teile des Publikums eine Verständnisfrage dazu nicht korrekt beantworten konnten. Je nachdem, mit welchem Ziel man ein Audience Response System einsetzen möchte, bieten sich verschiedene didaktische Möglichkeiten an. So lässt sich mithilfe eines solchen Systems die Veranstaltung gut in mehrere kleinere Blöcke gliedern, die jeweils mit ein bis zwei Wiederholungsfragen abschließen. Dadurch wird die Aufmerksamkeit während der Vorlesung immer wieder gezielt angeregt und die Dozierenden erhalten kontinuierliches Feedback, ob der Stoff verstanden wurde. Auch zum Einstieg in eine Vorlesung kann das Abstimmungssystem eingesetzt werden. So können gezielt die wichtigsten Punkte der letzten Veranstaltung abgefragt und gegebenenfalls noch einmal erklärt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz am Schluss einer Vorlesung. Hier könnte die Abstimmung als Selbsttest oder Lernzielkontrolle dienen. Vorteilhaft
ist der Einsatz eines Abstimmungstools auch in Blended Learning-Szenarien, wie zum Beispiel dem Inverted Classroom. Hierbei erarbeiten sich die Studierenden die Lerninhalte selbstständig, mit Hilfe von Videos oder anderer Lehrmaterialien. Die Präsenzveranstaltung wird dann vorrangig zur Klärung von Fragen, zur Diskussion sowie zum Üben und Anwenden des Gelernten genutzt. Mit Hilfe eines Abstimmungstools können hier zu Beginn der Präsenzveranstaltung zum Beispiel die selbstständig erarbeiteten Lerninhalte überprüft werden. Die sogenannte Peer Instruction ist eine Methode, die sich ebenfalls sehr gut mit einem Abstimmungstool kombinieren lässt. Hierbei beantworten die Studierenden eine Frage zunächst allein über das Tool. Anschließend wird das Ergebnis dann in kleinen Gruppen diskutiert und beraten. Danach wird noch einmal abgestimmt. Sie sehen, die Möglichkeiten zum Einsatz eines Audience-Response-Systems sind sehr vielfältig. Gerade deswegen sollte der Einsatz sorgfältig geplant werden, damit er nicht nur technische Spielerei bleibt, sondern Lehrenden und Lernenden einen echten Mehrwert bieten kann.